So, und weiter geht's mit 9. Runde auf Mistralia. Wir haben Astria, wir haben eine Party. Es läuft eigentlich schon mal aktuell ganz gut, würde ich mal sagen. Beziehungsweise vielleicht bin ich gerade auch irgendwie so gedanklich zu weit noch auf Endless Life. Ich meine, da war es irgendwie sehr... Da waren die einfachsten Dinge teilweise sehr schwierig. aber ja. Genau, Amtis haben natürlich auch noch. Das ist hier. Ich glaube, man kann es noch einmal stapeln. Bin gerade nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich verwechsel jetzt gerade nichts, aber ich glaube, man kann ihn nur einmal stapeln. Leute, was ist mit den Spawns hier los? Holy shit. Ist das mehr als sonst? Ja, schon mehr als sonst irgendwie, oder? Ja. Auch das komische Gerüst hier fehlt irgendwie. Gar nicht schlecht, okay. Was müssen wir noch alles machen? Wir haben noch Power-Ups vielleicht, oder? Was können wir aktivieren? FP, okay, FP haben wir genug scheinbar. So. Können wir noch irgendwas aktivieren sonst? Ich glaube nicht, oder? Das war schon. Na gut. Ah nein, ich brauche ein Acti. Nein. Ich hasse dieses Spiel so sehr teilweise. Ich hasse es. Unfassbar krass. Ah, shit. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich habe an alles Mögliche dran gedacht, so dachte mir so, ja, brauchst Leecher, musst mit dem Account einloggen und so und also ein bisschen kompliziert. Also ich will ja halt den Tank auf einem Charakter haben, dann habe ich am Anfang einen Leecher auf dem Account vom Ringmaster gemacht und dann ist mir eingefallen, fuck, ich brauchte einen Ringmaster zum Heilen und so und genau, ich habe an alles dran gedacht, also letztens natürlich auch schon, beziehungsweise gerade auch wieder das Einloggen so. Bin ich erstmal wieder zehnmal falsch eingeloggt und mir dachte so, ja, da ist Leecher und so und dann, ach nee, ich brauche Ringmaster und so. Ah, ich spiele zu viel auf Lifestyle, aber es ist schon wieder so schlimm. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich es am besten machen soll. Ich müsste theoretisch weniger Fly-Server spielen, damit ich wenigstens noch irgendwas gerissen kriege. Also ich merke gerade schon wirklich so ein bisschen, also zwei Server aktiv zu spielen, das klappt einfach nicht. Das ist gerade wirklich so die große Problematik. Einerseits will ich halt nicht Mistralia beenden, weil wir haben jetzt halt schon 45 Folgen, wir haben guten Fortschritt gemacht. Es ist sehr viel Custom-Content drin, der mir eigentlich ganz gut gefällt, wie zum Beispiel halt jetzt dieser 120er-Dungeon, den wir aktuell farmen oder gefarmt haben, uns eben jetzt gerade aktuell der Tank fehlt. Aber da ging mal Luft an. Aber zur gleichen Zeit muss ich jetzt sagen, dass ich aktuell noch andere Server spiele, wo ich halt einfach aktuell viele Freunde habe. Oder halt so Gildenfreunde, mehr oder weniger. Wo ich jetzt halt nicht sagen will, so, ja, dann quitte ich halt den und so. Das ist halt auch wieder schwierig. Das heißt, ja, das ist alles nicht so einfach. Das ist echt nicht so einfach. Ja. Genau, also Endless ist erst mal beendet und so. Vorerst zumindest. Ja, es ging mit den Lags einfach nicht mehr. Und hat auch das Server nichts von, wenn ich halt irgendwie mit einem 300 Ping rumrenne. Das bringt halt nichts. Also, ja. Und habe ich zu denen auch ganz fair gesagt, so, ja, ist halt, so, ihr habt ja nichts davon, so. Und, haben ja auch verstanden und so weiter. War auch kein großes Ding. Und, sind auch ganz nette Leute und so weiter. Also, alles ganz cool. Aber. Genau, zumindest haben wir jetzt sozusagen erstmal nur in Anführungsstrichen noch zwei Server. Aber das Problem ist halt so, was viele nicht sehen. Also ich meine, viele, nee, ich sage jetzt den Namen nicht, auch auf alten Projekten, die ich mal hatte, wo es auch mal so Beefs und so weiter gab. Ich sage jetzt keinen Namen und keine Servernamen und so. Die meisten wissen, wen ich jetzt meine. Die sehen halt immer nur so, okay, das ist also 15 Minuten online, nimmt seine Folge auf und geht wieder offline. In Wahrheit ist es allerdings anders. Also oft, mittlerweile ist es eben anders. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich halt dann irgendwie auch tagsüber halt irgendwelche Dungeons halt noch farm, um halt einfach mehr Progress zu machen, damit es einfach nicht so, damit es sich halt in den Videos nicht so zieht und so. Das Problem ist aber halt, wenn man halt einfach nicht die Zeit hat, oder wenn man halt gerade mal so, oder vielleicht so annähernd genug Zeit hat für einen einzigen Server. Und selbst den kann man dann nur so halbwegs gut irgendwie ja, spielen und da halt irgendwie so ein Vorankommen sichern. Und man kommt noch an und sagt so, ja, zweiter Server hat schon cool und so.
Das ist halt das Problem. Andererseits muss ich aber auch sagen, das war einfach so die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, dass ein einzelnes Let's Play von einem einzigen Server nicht gut läuft. Also, view-technisch läuft es echt am besten, wenn ich zwei verschiedene Server spiele. Ich weiß nicht, warum das so... Ja, ich verstehe schon, warum es so ist. Es gibt einfach sehr viele, die schauen einfach täglich. Aber halt täglich Mystralia, täglich Endless, täglich Dragon Crusade, das will man halt einfach nicht, glaube ich. Das kann man sich auch einfach nicht geben irgendwann. Natürlich, wenn die halt interessant gehalten werden und wirklich mega abwechslungsreich werden und so weiter, vielleicht dann. Vielleicht. Aber so also grundsätzlich würde ich sagen, selbst das ist sehr, sehr schwierig. Und ich meine, auch dann glaube ich, dass die meisten eher sagen würden, so ja, zwei Server ist besser. Einfach die Abwechslung. Einfach für die Abwechslung. Und ja, doch, das ist schon so eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist. Und irgendwie ist das so. Ein Gig. Weiß ich, bin ich HP nicht. Wir haben 26 KP, das ist irgendwie echt nicht. Also es ist halt okay und so. Okay, wenn man Risk One hat. Haben wir die. Ah ne, die Sets mussten wir in Dungeons farmen. Stimmt. Ach ne, warte, wir haben ja glaube ich schon. Oder haben wir schon ein Set? Scheiße. Seht ihr, da geht's schon los. Da geht's schon los. Wo farmen wir gleich nochmal das und das? Wo habe ich. Oder was für Sets habe ich eingeplant? Habe ich schon Sets? Habe ich keine Sets? Ich habe irgendein Bloody Set eingeplant. Und ich habe irgendein. Nee, warte mal, das Nighter-Set mussten wir. Von den Giants farmen. Stimmt, shit. Und ich habe noch keine. Ich habe immer noch keine. Ich habe immer noch kein Nighter-Set. Ich meine, hat noch Zeit und so, ja, aber. Trotzdem nicht ganz so einfach. Warte mal, droppen wir hier 105er Teile? Ich weiß es gar nicht genau. Na gut, ich meine, Dinger kriege ich gefarmt. Das sind eben auch so Sachen, die ich zum Beispiel offscreen machen muss. Oder halt offscreen mache, weil es irgendwie mehr Sinn macht offscreen, als jetzt halt irgendwie hier noch hergehen und sagen so, ja, jetzt müssen wir schnell umlocken und schnell mit einem Böllförster hier Gigs killen und so zum 50. Mal. Ja. Ja, das Problem ist, bei mir ist mittlerweile so das Real Life das Problem eigentlich. Also das Real Life ist nicht das Problem, aber es hat sich verändert, sagen wir so. Früher war es einfach so, okay, Schule, Hausaufgaben und live zocken. Mittlerweile ist es halt so, was haben wir denn heute? Wir haben heute Donnerstag, ja. Morgen steht Hausarbeit an. Haus durchsaugen. Weiß nicht, vielleicht Fenster putzen, nochmal irgendwie irgendeinen Abfuck mit Testament und Co., was halt Monaten rumtun, vielleicht auch einfach mit den Eltern irgendwie ein bisschen was machen, was reden, keine Ahnung, dann kommen Freunde an und sagen so, ja, ich will mit was machen und so, dann, natürlich, ich meine, lernen und so, klar, zwar nicht mehr so im schulischen Kontext, aber trotzdem lernen, ich lerne halt seit Januar Unreal und C++ und mein Gott, ey. Also, ich würde sagen, beides ist wirklich ein endless Projekt, ein endloses Projekt. Es nimmt einfach kein Ende. Aber ich mache Fortschritte, das ist gut und das ist cool. Natürlich habe ich noch einen Minecraft-Server, der will auch noch irgendwie Aufmerksamkeit. Das Ding ist auch so ein Projekt, das hätte ich schon lange beendet. Aber das Team, was ich dann einfach habe, ist eigentlich zu cool, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich ein gutes Team. Fuck. Und die sind aktiv, sind erwachsen, sind ordentliche Leute und so. Es ist und auch die Spieler sind ordentlich. Ich meine, Durchschnittsalter 20, 25 auf einem Minecraft-Server. So eine Community kriegst du halt kein zweites Mal. Das ist so das Problem. Und ja. Das sind alles so Sachen. Ich müsste halt ein, zwei Sachen beenden im Real Life. Oder halt generell in meinem Leben. Aber ich meine, theoretisch müsste ich eigentlich entweder YouTube oder Minecraft beenden. Oder beides.
Am besten wäre sogar beides beenden, weil dann hätte ich wenigstens entweder mal Zeit für meinen eigenen Stuff, den ich aktuell überhaupt nicht mehr habe. Aber ich meine, das Ding ist, so, Minecraft-Server, betreibe ich seit 2021. 3 Jahre. So, baust du was auf und dann schmeißt du alles weg. Spieler, also Community, mega abgefuckt, das Team mega enttäuscht. Die verstehen es vielleicht schon und so, aber trotzdem, ist halt trotzdem wieder abgefuckt. Und ich meine, die sind halt so aktiv, die sind halt auch wirklich proaktiv. Nein, das stunt mich. Hey, du Sack, hau ab. Okay. Hä? Was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Der ist weggelaufen, hat mich nicht mehr gekillt. The fuck? Der Ringmaster ist auch tot? Da ist nicht mal eine Party drin. What? Was passiert denn hier? Alter. Ja, auf jeden Fall. Klar, ich will auch nicht YouTube beenden, effektiv, weil... Ich meine, was bedeutet YouTube? YouTube bedeutet eben auch... Seit wann mache ich YouTube? Boah, super lange Zeit. Super, super, super lange Zeit. 2012. Kann auch nicht sagen, so, yo, ich bin jetzt YouTube, goodbye. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht genau, was irgendwie gerade so die klügste Entscheidung wäre. Wait, warum habe ich jetzt noch weniger HP als vorher? Ach, weil die Buffs abgelaufen sind? Kann das sein? Nee, oder? Wait, what? Irgendwas passt hier mit dem HP-Scaling gefühlt irgendwie nicht. Oder? Passt das? So, ja, wir haben ein STR-Set und so. Ja, das ist schon... I know. Wir haben auch STR-Awakes und alles, aber wir sind halt pur STR mit 21k. Es kommt mir irgendwie so wenig vor. Es kommt mir echt zu wenig vor. Also ich habe mir jetzt gerade 29k dran gewöhnt. Und ich dachte mir so, ja. Geht halt. Immer noch nicht viel, aber es ist halt okay. Ich meine, klar, wir haben auch keinen Schmuck und so weiter. Ich weiß schon, aber... Irgendwie so... Ich weiß es nicht. 91. Ja, also so hundertprozentig überzeugt bin ich aktuell gerade so nicht wirklich. Irgendwie fehlt da schon ein bisschen was gefühlt. Ich meine, ja, der Vault Buff und so ist ja auch wieder auf Null. Ich habe den mal vergessen irgendwann. Also ja, ich bin halt echt gerade so, und ich sag's auch ganz ehrlich, ich bin einfach ein bisschen am Struggeln. Ich will eigentlich eins beenden. Ich muss eigentlich eins beenden. Entweder ist es Minecraft oder ist es YouTube. Ich meine, YouTube ist halt ein Solo-Projekt. Aber andererseits, ich meine, ich bin halt so gefühlt einfach der letzte Fly-Let's Player irgendwie noch. Also, PSO-Let's Player. Zumindest im deutschen Raum, aber auch international sieht das nicht sonderlich gut aus. Und deswegen will ich es halt eigentlich weiter betreiben, weil ich meine, ich sehe halt schon, wie viel das halt die Let's Plays für Flife bringen. Also, ich meine, ich liebe halt auch Flife irgendwie so, wisst ihr? Und, aber ja, ich meine, ich weiß halt so, würde ich halt keine Let's Plays machen, dann würde ich auch kein Flife mehr spielen. Und vielleicht wäre es sogar gut, wenn ich keine Flife mehr spielen würde, weil Flife braucht mega viel Zeit und ich müsste mich eigentlich auf andere Sachen im Leben konzentrieren. Ich müsste mich auf Arbeit konzentrieren, beziehungsweise irgendwie eine eigene Karriere. Also, das sind halt so Sachen, die wären wichtig. Die wären echt wichtig. Und ja, insofern, es ist so eine schwierige Entscheidung. Und ich glaube, es ist einfach, also die Entscheidung, die ich treffen muss, wird schmerzhaft sein. Das ist das große Problem. Und naja, ich meine, ehrlich gesagt, leider ist es immer auch so, dass die Erwartungshaltung ja auch gewissermaßen von Flive-Servern halt nicht gerade gesunken ist irgendwie. Also es werden halt teilweise schon, es wird halt einfach eine gewisse Qualität erwartet, was ich auch okay finde, was auch nachvollziehbar ist und so. Aber es ist halt, die ist halt eigentlich nur erreichbar, wenn man YouTube Vollzeit macht. Das Ding ist, YouTube bringt mir aktuell keinen Cent.
ich mache gesponserte Videos, ich mache gesponserte Angespielt und so weiter, ja. Einfach, damit das halt kein reines Verlustgeschäft ist. Ich meine, allein die Adobe Cloud kostet, selbst wenn man über die Türkei abonniert, aktuell 25 Euro im Monat. Es ist ein Verlustgeschäft, effektiv. Und bevor ich halt eben bezahlte Arbeitszeit durch unbezahlte Arbeitszeit mit entstehenden Kosten halt dann auch noch ersetze, was halt noch dümmer halt wäre, meine dann zumindest ein paar gesponserte Videos oder auch mal irgendwie so Produktvorstellungen oder sonst irgendwas. Es ist einfach wirklich so ein verzweifeltes Versuch halt irgendwie das Ganze zumindest halt so in einem Break-Even halt zu behalten. Halt wirklich so auf plus minus null halt irgendwie. Und Minecraft ist das Gleiche. Nur Minecraft ist halt ein reines Verlustgeschäft. Wobei ich halt Minecraft monetarisieren werde, sobald ich halt ein Gewerbe habe. Und das ist geplant für Anfang bis spätestens Mitte 2025. Damit auch YouTube weiter kommerzialisiert auf alle Fälle, dann werde ich halt einfach auch sehr viel mehr angespielte bezahlte Let's Play reinmachen. Und auch ja, alles was in die Richtung wahrscheinlich geht dann. Sobald ich eben das Gewerbe habe und sobald ich auch wirklich dann dran denken muss, dass eben dann auch das Gewerbe halt irgendwie profitabel ist, dann führt auch gar kein Weg mehr dran vorbei. Dann werde ich auch wirklich schauen, okay, was bringt mir zumindest ansatzweise irgendwas und was eben nicht. Und ja, es ist blöd, das ist natürlich jetzt auch wieder ein ganzes, das ist wie so ein Mega-Thema, so ein Mammut-Thema einfach. Kein Prince-Thema, nee, es ist ein Mammut-Thema. Das Problem ist, momentan bin ich ja zum Beispiel noch so über die Familie versichert, so Krankenversicherung und so weiter, so Familienversicherung, bla bla bla. Es gibt in Deutschland nur das eine Extrem oder das andere. Entweder voll darüber versichert, oder man lebt nur vom Staat, oder man kriegt 0 Euro und lebt komplett von eigenen Einnahmen. Und das ist ein riesiges Thema, weil effektiv, was das bedeutet, sobald ich irgendeinen Gewerbe gründe, muss ich effektiv, ich überlege gerade, wie hoch das der geldliche Wert sein müsste. Wenn ich jetzt keinen anderen Job habe, wo ich irgendwie krankenversichert bin drüber, dann sprechen wir eigentlich von 300, 400 Euro, die ich eigentlich aus dem Stand ab dem ersten Tag oder ab dem ersten Monat im Prinzip eigentlich verdienen müsste, nur um die laufenden Kosten zu decken. So eine eigene Krankenversicherung, wenn man selbst bezahlt, Selbstständiger, ist ultra teuer. Und das sind die Probleme, wisst ihr? Und natürlich überlege ich dann so, ja, okay, wenn ich jetzt einen Weg gehe und sage so, ja, okay, so und so, dann muss ich das machen. Dann ist es auch nicht mal irgendwie so eine Frage, so, ja, jetzt riecht das Geld oder so. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe wirklich keine andere Wahl, das ist das Problem. Und insofern, ja, es ist alles scheiße irgendwie. So das Problem ist, so früher war es einfach alles so entspannt. Man konnte einfach irgendwie sein Ding machen, muss nicht aufs Geld achten und so. Und du wirst erwachsen und dann geht die Scheiße effektiv los. Ich meine, klar, ist normal und so, aber früher war einfach alles besser. So als man noch so ein Kind war, als man nicht die ganzen Probleme hatte, die ganzen Sorgen und so, da hat man eine 10er Payoff-Karte bekommen, war man happy darüber, war man absolut happy drüber. Und heute denkst du so, und heute rechnest du so, okay, ich habe Ausgaben von 25 Euro, dann kommt die Krankenversicherung dazu von 200 Euro, ich habe nichts verdient. So ist es doch heute, oder? Und dann steigen noch die Kosten von allem. Ja, das ist das Nächste so. Das ist der nächste große Scheiße. Ja, es macht wirklich nicht mehr so viel Spaß, ehrlich gesagt. Und natürlich auch so mit dem Thema, mit dem eigenen Game und so. Alter, es dreht sich alles ums Geld. Es dreht sich nur alles ums Geld. Die Kosten, wie viel kostet es? Wie wird, welches Genre spiele ich? Welches Genre ist überhaupt gewinnbringend? Es ist nicht mal so, worauf habe ich Bock? Ich hätte Bock auf ein RPG. Ein RPG ist zwar gewinnbringend, aber braucht viel zu viel Zeit. Als MMO hast du die Serverkosten und so weiter. Es ist, ich sag's euch, wie es ist. Es dreht sich alles nur noch ums Geld. Ja, das Genre, was ich auswähle, muss ein gewinnbringendes Genre sein. Es muss auf Steam gut laufen. Steam promotet mehr, also einige Genres mehr als andere zum Beispiel. Ach, es ist nervig. Es ist absolut nervig. Und es stört mich irgendwie. Es ist halt noch nicht mal, das Ding ist,
die ganze Diskussion dabei, die dreht sich noch nicht mehr davon, ob mir überhaupt was bleibt. Das Ding ist, auch mit dem Gewerbe, auch mit dem eigenen Spiel, das Einzige, was ich damit erreichen kann und werde, ist, dass ich auf plus minus null rausgehe. Das ist das Einzige, wirklich, was ich anpeile aktuell. Und es wird auch nicht mehr werden, das ist das Problem. Die Perspektive, mit einem eigenen Spiel wirklich Gewinne zu machen, geht gegen null. Natürlich kann man sagen, so, warum machst du das Ganze dann? Ja, weil es aktuell die einzige Möglichkeit ist, wie ich hier gerade auf dem Land am Arsch der Welt, also A, mit einem eigenen Gewerbe vorankomme und überhaupt in einem Bereich, ja, Entwicklung, Softwareentwicklung, Programmierung, irgendwas tun kann. Ich meine, wir haben hier Bauernhöfe, wir haben Handwerker. Wir haben vielleicht einen kleinen Computerladen, den es seit 20 Jahren gibt, der Sachen überteuert verkauft. Aber wenn du programmieren willst, dann hast du hier keine, das ist nichts. Und ja, es ist, man kann es drehen, wenden, wie man es will. Also ich bin schon auf jeden Fall, also ich würde sagen, ich habe schon ein bisschen Unternehmergene auf alle Fälle. Allein halt schon, weil ich extrem wirtschaftsinteressiert bin. Und ja, also der normale 9-to-5-Job, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich will sowas machen. Ich will mich da reintüfteln. Ich habe mega Bock drauf, ein Unternehmen aufzubauen. Also nicht nur so ein kleines Nebengewerbe, sondern ich will wirklich ein Unternehmen aufbauen. Ich habe da Bock drauf und ich habe die Motivation. Und ich würde auch sagen, mir fehlt das Bürokratiewissen. Absolut. Alles in Bürokratie finde ich AIDS pur. Und gewissermaßen disqualifiziert mich das halt schon in einem gewissen Maße. Aber ja, vielleicht kann man sich da irgendwie reinarbeiten. Also muss ja irgendwie gehen. Andere machen sie auch irgendwie. Aber ich habe wirklich halt schon echt Bock drauf, irgendwie dann auch einfach so ein bisschen diese Planung, auch einfach so ein bisschen das Management halt vielleicht mit verschiedenen Konten, Geschäftskonten und so weiter. Auch einfach das Abwägen von Investitionen zum Beispiel, welche Assets man kauft, ob man sich zum Beispiel irgendwie Arbeit outsourced und so und generell so ein bisschen das Geld hin und her schieben, ein bisschen die Arbeit hin und her schieben, ein bisschen planen, ein bisschen überlegen und so weiter. Und auch wirklich dann so ein Unternehmen skalieren zu können, es ist schon einfach geil irgendwie. Es ist halt wirklich so, ich meine, man kann Kapitalismus hassen oder einfach leben und ausnutzen. Und das Ding ist halt, wenn man halt lebt, ist man halt besser dran, als wenn man halt hasst, weil es ist halt einfach so. Ich meine, ich will jetzt nicht politisch werden, vielleicht nur ganz kurz zumindest, aber ich habe auch mal Freunde, die sagen so, ja, Kapitalismus und wir hätten so viele Probleme nicht, wenn wir nicht hätten und so. Das Ding ist halt, diese Leute, die arbeiten halt entweder gar nicht oder halt wirklich in einem Job, der mal mehr, mal weniger gut bezahlt ist, halt einfach dann quasi mehr oder weniger so Lohnsklaven sind und beschweren sich halt, dass halt alles so kacke ist und so. Und wenn ich ihnen halt so sage, so ja, dann nutzt doch das System für dich und ja, kommt halt mal irgendwie nie was wirklich. Also, ich weiß nicht, ich kenne keinen einzigen, jetzt auch über meinen Freundeskreis hinaus, der irgendwie sagt so, ah, Kapitalismus voll scheiße und so, der aber wirklich ein eigenes Unternehmen hat oder halt das mal probiert hat irgendwie. Also, ich weiß nicht, irgendwie, die gibt es halt einfach nicht so. Und ich sage jetzt noch gar nicht mal, dass das irgendwie dann Sozialisten alles sind und so, aber ich kenne halt echt keinen, der halt sagt so, ja, keine Ahnung, ist halt alles kacke und so. Also, und der es auch wirklich dann probiert hat, wie gesagt. Also kenne ich nicht. Kenne ich halt wirklich keinen irgendwie. Ich glaube, wenn man es vielleicht einfach mal probiert und so und einfach auch mal so die Vorteile so ein bisschen kennenlernt, dann ist es halt wirklich eine coole Sache einfach. Kann eine coole Sache sein, ja, bis dann irgendwie so eine Steuerprüfung, so eine Scheiße kommt. Ja, mal schauen. Nee, ich hab schon ein paar Pläne auf alle Fälle. Ich bin mit meinen Eltern jetzt auch bei so einem Steuerbund, bei so einem lokalen Mitglied. Und allein da wird schon, allein da geht das Ganze schon ein bisschen einfacher dann. Da hast du mehrere Steuerberater und so, hast du sehr viel mehr Wissen an der Hand. Und ja, ich denke, das Ganze funktioniert schon irgendwie. Also mal schauen, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Also ich denke schon, dass es
das Ganze klappt. Genau. Und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie es dann laufen wird. Also es kann schon gut sein, dass ich vielleicht... Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich überlege gerade wegen meiner Aussage von vorhin, dass ich halt irgendwie das Gewerbe ab Anfang 2025 vielleicht... ich weiß nicht. Vielleicht auch Ende 2025 oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss natürlich auch mal schauen, wie gut das läuft mit der Spielentwicklung und so. Ich vermute halt mal, dass es keinen Sinn macht, für das erste kleine Game halt irgendwie ein Gewerbe anzumelden. Einige raten mir halt immer wieder zu, erst also einfach mal online stellen und wenn man halt mehr als 500 Euro so macht, dann eben Gewerbe anmelden, ansonsten einfach lassen. Und ich glaube, der Rat ist halt vielleicht nicht 100% legal, aber ich glaube, ist halt trotzdem gut. Ich glaube, man soll das halt irgendwie auch so machen. Denn effektiv, sobald ich halt das Gewerbe habe und so, fällt halt für mich so viel weg. Und ja, muss man mal schauen. Vielleicht werde ich auch mal das Spiel erstmal kostenlos auf den Markt bringen und so. Oder kostenlos starten und einfach DLCs auf den Markt bringen. Ich meine, es gibt da 1000 Wege. Und wenn du jetzt irgendwie ein Spiel hast, welches, was weiß ich, 3000 Mal gedownloadet wurde und vielleicht auch halbwegs aktiv gespielt wird, und du machst dann einen DLC vielleicht für 3, 4, 5 Euro oder so, das kaufen vielleicht 300 Leute oder so. Ich meine, machst du auch noch keinen Gewinn, aber ja. Da kann man dann zumindest überlegen, so, ja, okay, jetzt kann man sich mal drüber Gedanken machen und so. Genau. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Aber ja, Bock ist da. Lust ist da. Umzug läuft aktuell eh nicht. Ich weiß auch nicht, ob es gut oder schlecht ist. Normalerweise ist halt eben gerade das große Problem auch. Normalerweise dürfte ich ja das Gewerbe erst gründen, wenn ich im neuen Land bin. Denn wenn ich auswandere, muss ich das komplette Unternehmen quasi versteuern, als würde ich es verkaufen, habe ich schon mal erzählt. Ja, riesige Scheiße. Eigentlich ist es dumm, vor ein Gewerbe zu machen. Eigentlich kann ich es auch vorher nicht machen. Aber was ist halt, wenn ich nicht drauf warten kann? Was ist, wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre da dranhängen und uns halt nicht verkaufen können? Was mache ich dann? Das ist auch kacke. Also irgendwie muss ich mal schauen. Also ich meine, vielleicht läuft das so gut und ich denke mir so bei der oder während der Entwicklung so, boah, Alter, dieses Game, Mann, es läuft einfach, es macht Spaß, es sieht gut aus und ey, das ist einfach der nächste Blockbuster auf Steam. Und ich denke mir so, yo, okay, scheiß auf alles. Das Ding wird's, da lohnt sich alles. Da lohnt sich wirklich all in zu gehen und so. Vielleicht mache ich es dann, ja. Aber na, ich denke eher weniger. Übrigens, mal vielleicht für die aktuell auch ein Gewerbe haben. Ich informiere mich ja auch, wie gesagt, so was halt in anderen Ländern so geht. Also in Österreich zahlt man tatsächlich zum Beispiel genauso viele Abgaben und Steuern wie in Deutschland als Selbstständiger. Ziemlich genauso viel. Allerdings gibt es einen sehr interessanten Unterschied. In Deutschland muss man nicht den Rentenbeitrag zahlen, was irgendwie total dumm ist. Auf jeden Fall, du musst in Deutschland nicht den Rentenbeitrag zahlen, kommst allerdings auf den exakt selben Wert, auf den du in Österreich kommst, wenn du den verpflichtenden Anteil für die Rente in Österreich zahlst. Das heißt, in Deutschland machst du noch nichts für deine Zukunft, obwohl du die gleiche, also wenn du den gleichen Steuersatz zahlst wie in Österreich, wenn du in Österreich allerdings für deine Rente einzahlst, die da ja wirklich sehr, sehr respektabel ist, ich glaube 89% Rentenniveau oder so, das heißt, wenn du halt irgendwie 1000 Euro verdient hast dein ganzes Leben, dann kriegst du in Österreich halt irgendwie 890 Euro Rente. Und wenn du halt mehr verdient hast, entsprechend mehr. Das heißt, also gut, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und so. Sogar ist das eben nicht ganz, aber im Prinzip kann man das mal so sagen. Das Rentenniveau ist einfach sehr, sehr hoch. Und in Deutschland hast du als Selbstständiger so, ja, okay, du hast dieselben Abgaben bezahlt dein ganzes Leben und kriegst gar keine Rente effektiv, weil du halt keinen Cent dafür angezahlt hast. Und das ist auf alle Fälle recht interessant. Also das wusste ich eben auch lange Zeit nicht und ich wusste, dass halt einiges besser läuft und so, aber
das ist natürlich auch nochmal ein großer Pluspunkt. So, klar, genauso viel Steuern ist eine Kacke und so, aber ich meine, immerhin hast du selbst was davon und nicht irgendwelche Leute in Peru, die jetzt auf einen Radweg fahren, den es schon vorher gab, wo irgendwelche gelben Linien eingezeichnet wurden und so, für 50 Millionen oder 500 Millionen Euro Steuergeld. Von unserem Steuergeld. da hast du halt wenigstens zumindest was davon, so, ja. Und das verstehe ich halt dann auch, okay. Also, da sage ich auch so, okay, wenn ich halt von den Steuern selbst profitiere, dann ja, why not? Why not? Ist halt dann zumindest okay. Und ja, insofern, ja. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, ich habe mit zwei Freunden eine Spielidee ausgearbeitet, die wirklich einzigartig ist. Es ist auch nicht nur jetzt irgendwie im Genre X das 500. Game oder so. Nee, es ist wirklich ein komplett von Grund auf neues Genre, welches es so eigentlich überhaupt nicht gibt. Es ist im Prinzip irgendwie eine Mischung aus einem Karten, also was heißt Kartenspiel, wie nennt man das? Card Game, Deckbuilding Game oder so. Wie zum Beispiel sowas wie Minion Master, so wie man kennt, also mit diesen Karten. Hat aber jetzt nichts mit sowas zu tun. In Verbindung mit einem Adventure, beziehungsweise ja, Adventure Game mit Survival-Aspekten sogar noch und so. Also wirklich ein rundenbasierter noch. Und ich will es nicht verraten und so. Wäre das, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber was ich sagen kann ist, Alter, sowas gibt's noch nicht. Und oh, ich hätte so Bock, dieses Spiel zu entwickeln, auch das später zu vermarkten und anzupreisen und Marketing dafür zu betreiben. Also ich rechne dem Game wirklich ein sehr großes Potenzial zu. Ich habe nur extrem viel Schiss, dass ich es verkacke. Das ist das große Problem. Ich will so viele Games wie möglich vorher machen, damit ich halt irgendwie so viel Erfahrung habe wie nur möglich, um das halt so gut wie möglich umzusetzen. Weil wenn ich das halt verkacke, dann ärgere ich mich halt auch wirklich endlos. Und ja, insofern, ja, so ist es eben. So, ich muss mal langsam wieder aufhören. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.